Willkommen in einem virtuellen Albtraum, aus dem kein Entkommen gibt. Willkommen in der neuesten X-Akte. Hallo da draußen vor dem Bildschirm, herzlich willkommen zur zweiten Folge, zur 11. Staffel Bibelstunde X ist wieder da und es wird über die geXten Akten gesprochen, denn jetzt ist es endlich raus. Ab 28. Februar dürfen auch die deutschen Zuschauer wieder mit auf die Wahrheitssuche gehen. Da beginnt dann die neue Staffel auf ProSieben mit dem dritten Teil der Kampftrilogie. Und ja, die haben wir aber schon letzte Woche besprochen. Und ich habe eine halbe Stunde gequasselt. Diesmal möchte ich mich etwas kürzer fassen. Deswegen, es gilt Spoilerwarnung. Also wer sich den Spaß auf die neuen Folgen noch nicht verderben will, tja, dann müsst ihr noch knapp 4 Wochen warten. Dann könnt ihr euch die letzte Woche, die Folge von letzter Woche hier bei mir auf dem Kanal angucken. So, jetzt wollen wir aber natürlich über die neue Folge sprechen. This ist die, wie gesagt, zweite Folge der 11. Staffel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Staffelfinale war ich jetzt nicht ganz so euphorisch. Ich fand es besser als das Ende der 10. Staffel, aber während nämlich sich gerade Star Trek aufmacht, mit einer WTF-Episode nach der nächsten, mich immer weiter positiv zu überraschen, muss ich sagen, ist Akte X noch bei weitem nicht in Form. So, die erste Folge war ein, ey, wir sind wieder da. Die zweite Folge, über die wir heute sprechen, ist so ein, ja, das fühlt sich schon langsam wieder so an, aber wir sind nicht, wir laufen noch nicht ganz auf Hochtouren. Und gefolgt dann von der dritten Folge, aber die werde ich in den nächsten Tagen noch besprechen. Die zweite Folge, This, dreht sich um einen alten Bekannten, nämlich Langley kehrt wieder zurück. Nicht vergessen, Spoilerwarnung. Nein, er steht nicht von seinem Grab auf, denn Langley, einer der Lone Gunmen, ist laut offiziellem Serienkanon in der 9. Staffel gestorben. Ganz heroisch in der Folge Jump the Shark, die auch, glaube ich, so generell so die Abgesangfolge der Lone Gunmen war. Die hatten ja kurzzeitig ihre eigene Serie, die dann allerdings nach einer Staffel schon wieder beendet wurde. Ich glaube sogar eine halbe Staffel. Eine halbe Staffel haben sie gekriegt, wurde dann wieder abgeschafft und um, wie es Akte X schon zu Millennium gemacht hat, um dem Ganzen so ein bisschen einen Abschluss zu geben, gab so die letzte Folge Lone Gunman quasi im Akte X-Kleid. So. Und jetzt ist Langley wieder da. Nicht irgendwo, sondern, ja, wo könnte ein Computerexperte denn heutzutage besser auftauchen als auf einem Smartphone? Und ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich finde, diese Folge blieb sehr stark hinter ihren Möglichkeiten. Denn zum einen gab es bei Akte X schon wahnsinnig spannendere Computerplots in der Richtung. Von daher fand ich es etwas eindimensional. Zum anderen gab es ja auch von Chris Carter eine auch sehr kurzlebige Serie, nämlich Harsh Realm.
die hierzulande auf Kabel 1 irgendwann mal im Nachtprogramm versendet wurde, was ich sehr schade fand. Und seitdem hat man sie auch nicht mehr gesehen, weil da gab es so ein paar Lizenzstreitigkeiten und dementsprechend ist anzunehmen, dass, deswegen die Sendung, ich glaube, die ist nicht mal in USA auf DVD erschienen oder erhältlich. Oh, ich glaube, ich habe meine Stromrechnung bezahlt. Das ist nur mein Flacker-Fluter hier in meinem super High-End-Studio. Aber wieder zurückzukommen, Harsh Realm war eine Serie, in der ging es um eine virtuelle Simulation unserer Welt, die quasi ein paralleles Universum aufgemacht hat und die war eigentlich ursprünglich als Katastrophensimulator gedacht. Oh, jetzt ist mir das Licht ganz ausgegangen. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem noch sehen. Als Katastrophensimulator angedacht war und da hat einer der ehemaligen Projektmitarbeiter, das Ganze war natürlich eine Militäraktion, die Kontrolle übernommen und sich selber zum großen Imperator dieser neuen Welt aufgeschwungen. Und das war so ein bisschen die Prämisse, die Grundprämisse. Und dann wurde ein Team, beziehungsweise ein Soldat wurde reingeschickt, um das Problem zu erledigen. Und natürlich hat das nicht so geklappt. Es war aber eine ganz interessante Was-wäre-wenn-Serie. Und dementsprechend hätte ich da gerne mehr von gesehen. Nichtsdestotrotz kehren die virtuellen Welten jetzt auch bei Akte X ein und diesmal ist Langley drin gefangen, nämlich in einem, und deshalb erinnerte es mich etwas an Harsh Realm, in einem geheimen Projekt, wo eben eine Regierungsbehörde, die mit Private Contractors mit russischem Akzent und in Zusammenarbeit oder mit Duldung des FBIs agieren. Ich weiß nicht. Ich fand's so ein bisschen etwas unausgegoren. Auch wenn dann versucht wird, den Bogen zu rückzuführen, weil hinter dem Ganzen steht niemand Geringeres als, jetzt muss ich kurz mal nachschauen. Da gab es nämlich jetzt in der ersten Episode der neuen Staffel eine Begegnung mit ehemaligen Kollegen vom Secret Smoking Man, die eben etwas von einer Besiedlung des Weltraums gequasselt hat. Und das sind die, die auch hinter diesem Projekt stehen. Und die haben sich die klügsten Köpfe genommen, die nach ihrem Tod plötzlich in einer virtuellen Welt auftauchen, die perfekt ist und damit gleichzeitig der perfekte Albtraum. Wir haben es ja schon in der Matrix gesehen, das funktioniert nicht. Und er bittet Mulder und Scully um Hilfe. Tja, kurz darauf wird dann plötzlich das Privatdomizil von Fox Mulder gestürmt und die beiden müssen sich erstmal ein Shootout liefern, sind dann auf der Flucht, kriegen ein bisschen Hilfe, aber auch nicht zu viel von Skinner, der ihnen Zugriff auf ihre alten X-Akten geben und die feststellen, oh, Langley wurde überall aus den Akten getilgt, da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Darauf kommen sie dann auf eine Mitstreiterin von Langley, die eben jetzt doziert und ihnen eben den Tipp gibt, hey, er ist genau da. Natürlich wird sie dann auch noch rechtzeitig erschossen, damit sie nicht zu viel preisgeben kann, aber noch rechtzeitig den Hinweis geben kann. Also es ist so ein bisschen eine Brotkrumenfolge, möchte ich sagen. Das heißt, Mulder werden von A nach B nach C geschickt, nur um am Ende so ein bisschen mit leeren Händen dazustehen, weil sie schaffen es, deswegen Spoilerwarnung, sie schaffen es, die Maschine auszumachen, aber es gibt ein Backup. Natürlich, dieser Tage gibt es immer ein Backup. Man sollte zumindest ein Backup haben. Jede gute IT hat ein Backup. Tja, und damit geht das Martyrium für Langley wohl doch noch weiter. Ich fand diese Folge, wie gesagt, eher, also die Stimmung war nett, die Effekte beziehungsweise die Production Values, wie man so schön sagt, die waren gut, aber so wirklich überzeugt, nee.
Und dass Erica Price jetzt, ich hab kurz spicken müssen. Erica Price ist die Oberverschwörerin hier hinter dieser Aktion, die eben auch einen kurzen Auftritt im Staffelauftakt bekommen hat und die auch mindestens noch in einer weiteren Folge, ich glaube der 10., also auch beim Staffelfinale, wenn sie wahrscheinlich die ganzen Handlungsfäden wieder aufnehmen, vorkommt, die hat hier einen Auftritt und erklärt eben Mulder, dass man seinen Verstand über sein Smartphone herunterladen kann und so. Also es ist ein bisschen, es ist eine Räuberpistole. Eine der, ja, man kann die Folge angucken und man kann sich unterhalten fühlen und ja, es ist mehr so eine, ja, eine Zwischenepisode, die versucht, den Bogen zwischen dem Staffelauftakt und eben der regulären neuen Serie zu schaffen. Richtig schön, muss ich sagen, fand ich es nicht gelöst, aber von daher, man kann es sich angucken. Es ist nicht so schlimm wie einige Folgen der 10. Staffel. Und es ist besser als das, was man in der 9. abgeliefert hat. So viel sei verraten. Aus meiner Sicht, meine 5 Cent dazu. Aber wie gesagt, diese Verschwörungsgeschichten finde ich seit 7. Staffel eigentlich äußerst unspannend, seitdem das große Konsortium nicht mehr ist und eher der Krebskandidat selber, dann war er verschwunden und da gab es die Supersoldaten und die haben diese große Verschwörung weitergetrieben. Es ist einfach, ich weiß nicht, es ist nicht mehr schön und dementsprechend entweder sie lassen jetzt wirklich langsam diese groß angelegte Invasion starten oder sie vergessen diesen Plot einfach, weil ich persönlich finde ihn nicht wirklich und einfach nur Mulder und Scully vor das nächste Martyrium zu stellen, ist auch nicht wirklich zielführend und vielleicht hat, das ist aber reine Spekulation, auch das zu Gillian Andersons momentaner Entscheidung, eigentlich kein weiteres Interesse an Akte X zu haben, bestärkt. Nun ja, das gesagt zu kommen wir zum Verdict. Ich sage, diese Folge war auf dem Daumenbarometer, das ich jetzt mal so spontan einfühle. Wenn die erste Folge der neuen Staffel so einen etwas gelowerteren Mitteldaumen hatte, sind wir ein Stückchen gestiegen. Aber den ganz großen Wurf, den gab es auch diese Woche nicht. Insgesamt gibt es 10 neue Folgen, das heißt, es besteht noch Hoffnung für 8 weitere. Und die nächste Folge, auch wenn die auch noch keine absolute Highlight-Folge ist, aber eigentlich schon wieder gutes Akte X, die bespreche ich dann beim nächsten Mal, wenn es dann um Plus One geht. In diesem Sinne, wie fandet ihr diese Folge? Habt ihr sie schon gesehen? Habt ihr es nicht abwarten können? Was erwartet ihr denn von der 11. Staffel? Sagt's mir, lasst uns gemeinsam drüber quatschen. Und ansonsten demnächst an dieser Stelle dann die neue Folge. Und ich bin jetzt erstmal raus, bereite mich auf die nächste Sendung vor, schneide das Ganze, produziere das Ganze. Ich grüße euch, ich grüße die Welle. Macht's gut, keep on listening und keep on watching. Euer Falk. Markus Voller, eine Produktion des Weltenbrecher-Podcasts, Copyright 2018.